Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu War Thunder, einem Free-to-Play-Flugsimulator mit dem Hauptaugenmerk auf dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt auch ein paar Flugzeuge, die davor spielen, wie zum Beispiel diese Doppeldecker hier. Da gibt es für jede Nation ein paar. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Japan gespielt und daran wird sich wahrscheinlich auch erstmal nichts ändern. Aber es gibt natürlich noch die USA, Deutschland, die Sowjetunion und Großbritannien, also die üblichen Verdächtigen in dieser Zeitspanne. Free-to-Play, auch wenn ich jetzt keine große Revue hier abgeben möchte, nur ganz kurz erwähnt, ist oft auch Pay-to-Win, habe ich in diesem Spiel nicht das Gefühl. Es gibt zwar durchaus ein paar Sachen, die natürlich wieder nur den Leuten offen stehen, die Geld in dieses Spiel investieren. Ich glaube, das mit dem meisten Unterschied sind diese Flugzeuge hier auf der rechten Seite. Die kann man alle nur kaufen und die restlichen kann man einfach freispielen. Natürlich kann man, wenn man ein bisschen Geld investiert, auch alles schneller freispielen. Je nachdem eben, wie man das einfach machen möchte. Ich finde es vollkommen okay. Die Flugzeuge sind jetzt nicht irgendwie übermächtig im Vergleich zu den normalen Flugzeugen. Und man muss natürlich diese Server und die Entwicklung und all das irgendwie auch bezahlen. Und von daher sage ich, okay. Wenn es so geregelt ist, dass es trotzdem ausgeglichen ist, dann ist es mir ganz recht so. Ansonsten bevorzuge ich ein Einmal-Bezahlsystem. Ein paar Flugzeuge habe ich schon freigespielt. Das hier ist mein Bomber, den ich bisher allerdings noch nie benutzt habe, muss ich sagen. Einfach weil ich noch keine Lust hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Das hier habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Vom Spiel also so als das eins von diesen Goldflugzeugen als Anreiz doch bitte vielleicht welche zu kaufen. Und das hier ist das, was ich mir so selber ganz alleine freigespielt habe und auch regelmäßig benutze, und damit wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Hier der einzige Kritikpunkt, den ich bis jetzt an diesem Spiel äußern kann: wenn man in die Spiele reinlädt, das dauert mitunter recht lange. Also das Ganze ist nochmal unterteilt in Arcade, was sozusagen Action-Modus ist. Realistisch alles ein bisschen schwerer und Simulator, was wahrscheinlich noch schwerer ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, man kann es wirklich nur mit Joystick spielen und macht keinen Sinn, das für mich mit der Maus zu spielen. Ich habe keinen Joystick, deswegen kann ich jetzt dazu nicht allzu viel sagen. Auf jeden Fall mangelt es dadurch oft am Spielern. Ah, jetzt geht's aber recht schnell. Okay, wir heben gerade von Iwo Jima ab. Um mich herum, da seht ihr meine Kameraden. Natürlich gibt es eine Karte, auf der man sich orientieren kann. Wir sehen also, von wo der Feind kommt. Wir haben einige Landungsboote. Die Amerikaner haben einige Landungsboote. Wir haben ein paar Verteidiger. Diese ganzen Bodeneinheiten werden natürlich von der KI gesteuert. Ansonsten sind die Flugzeuge in diesem Match alle alles Spieler. Wir haben anscheinend schon zwei verloren. Und sie einen, wenn ich das richtig sehe. Anscheinend lief das Match wahrscheinlich schon ein bisschen und ich bin jetzt erst dazugekommen. Ihr seht, das sieht alles jetzt ganz hübsch aus, finde ich. Also gerade für ein Free-to-Play-Game und dafür, dass ich nicht alles auf Maximum gestellt habe, sondern eben ganz normal Medium ist es, glaube ich, was ich benutze, oder vielleicht hoch mit ein paar Sachen auf Medium bis Niedrig. Ich fummel da immer gerne ein bisschen selber dran rum. Wir haben verschiedene Ansichtmöglichkeiten. Das wäre die normale Außenansicht. Dann haben wir so ein virtuelles Cockpit. Das heißt, da sehen wir nichts außer unsere Zielerfassung sozusagen. Und eben diese normale Cockpit-Ansicht, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Obwohl ich auch hin und wieder die Außenansicht verwende, wenn ich ein bisschen die Orientierung verliere oder schwerere Landemanöver durchführen muss, zum Beispiel nur mit nur einem Flügel oder dergleichen. Ich bin nicht gut, von daher erwartet jetzt nicht allzu viel. Ich werde wahrscheinlich relativ schnell abgeschossen werden. Aber fürs Erste wollen wir ein bisschen aufsteigen. Und ihr könnt oben links sehen, da stehen eine ganze Menge Buchstabenkombinationen und Zahlen. Das erste ist der Throttle, also wie viel Schub wir gerade unserem Motor geben. Das können wir eben hier auf 0 setzen. Dann setzt der Motor aus auf 100. Das ist dann volle Leistung, oder WEP ist War Emergency Push oder Power oder so. Habe ich im Tutorial wieder nicht ganz aufgepasst. Ist auf jeden Fall so die schnellste Geschwindigkeit, die wir benutzen können und die am meisten Treibstoff verbraucht. IAS ist unsere In-Air Speed, also unsere Geschwindigkeit, logischerweise steht auch in kmh da. Die steigt jetzt nicht allzu schnell oder könnte sogar sinken, da wir nach oben fliegen.
und dementsprechend gegen die Schwerkraft arbeiten. Darunter ist unsere Altitude, also unsere Höhe. Ich spiele wie immer diese Spiele auf Englisch. Wir haben jetzt also 3000 Meter erreicht, das ist die Höhe, die ich erreichen wollte. MGs ist unsere Munition und unser Maschinengewehr. Wir haben zwei 12,7mm Maschinengewehre. Das ist jetzt nicht überragend, aber schon mal besser als das niedrigste, was man haben kann. Und unten drunter unser Fuel, also unser Treibstoff. So taktikmäßig kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe keine große Taktik. Ich werde einfach versuchen, so ein bisschen mit den Leuten hier zusammen zu bleiben, mit denen ich unterwegs bin. Schiffe versenken brauchen wir mit dem MG nicht anfangen. Aber wir haben aber anscheinend irgendwo Kontakt auf der Karte. Schauen wir mal, ob wir jemanden sehen. Nee, also so richtig verstehe ich das noch nicht, warum manchmal die Leute angezeigt werden und manchmal nicht. Das sind auf jeden Fall alles Kriegsschiffe, um die zu versenken bräuchte man Torpedos oder Bomben. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand aus meinem Team das hier dabei hat. Ich denke eher nicht. Einfach weil ich habe auch noch keinen Torpedobomber, möchte aber unbedingt einen dazu holen. Also gerade für die Japaner habe ich festgestellt, wäre das öfters, glaube ich, ganz lustig, diese Schiffe zu versenken. Auch wenn es nicht annähernd so viele Punkte gibt wie das Versenken von feindlichen Flugzeugen. Von denen wir irgendwie keine ausmachen können. Da haben wir einen. Also drehen wir gleich bei und knüpfen uns den vor. Man sieht immer... Oh, und weg ist er. Na, da unten ist er. Man sieht immer, was für eine Maschine. Das ist also jetzt eine P-40, oder sind beides P-40. Es sind zwei Maschinen. Eine weiter unten, eine da vorne. Man sieht die Entfernung außerdem. Die ist jetzt zum Beispiel Jet-Powered. Also ich kann davon ausgehen... Jet-Powered ist, glaube ich, sein Zunahme. Dass er also öfters diese Jet-Powered Maschinen geflogen ist, wahrscheinlich. Ja, der andere ist Fine Art Expert. Also man kann sich so Schlachtnamen erwerben. Das Einfachste, was man, glaube ich, bekommen kann, ist 9 Life, das heißt 9 Bruchlandungen hinlegen mit einem beschädigten Flugzeug. Ja, da haben wir die feindliche Flugabwehr und auch die, ich muss sagen, sieht einfach super aus. Also man kann jetzt sagen, was man will, aber wie das explodiert und so, es ist einfach alles sehr, es hat eine große Immersion, sehr, sehr... Keine Ahnung, fällt mir das Wort nicht ein. Man fühlt sich einfach sehr mit dabei. Wir geben jetzt mal ein bisschen Push. Außerdem fangen wir an zu sinken. Das dürfte uns auf bis zu 500 km/h bringen. Und dann sollten wir ihn relativ schnell einholen. Das ist, glaube ich, so bis jetzt der größte Vorteil, wenn man höher ist als der Gegner, dass man schnell Geschwindigkeit aufbauen kann. Ah, das wird schwierig. Eine F2A sagt mir natürlich wieder gar nichts. Ich kenne mich wirklich nicht aus mit diesen Flugzeugen. Er steigt. Und deswegen können wir gerade aufholen. Aber er muss auch wieder runterkommen. Es bringt nichts, wenn er immer oben bleibt. Solange wir ihn sehen, sage ich einverstanden. Und wenn wir so etwa 600, 700 Meter erreicht haben, können wir ebenfalls steigen. Nur hin und wieder mal einen Blick nach hinten, dass uns nicht selber jemand am Hintern klebt. Oh. Ja. Und da fällt er. Wir sind leider nicht besonders wendig, aber wir können schnell werden und darauf müssen wir uns eben verlassen. Ja, jetzt versucht er hinter mich zu kommen. Ich hoffe jetzt, dass ich das mit dem Looping ausgleichen kann. Ah, das ist der falsche. Er ist 2 Kilometer entfernt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oder vielleicht... Ne, es ist dieselbe. Es ist immer noch eine F2A. Er hat einfach nur gut aufgeholt. Oder Entfernung zwischen uns gebracht. Wow. Das war mein Motor. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dann doch mal in diese Außenansicht schalte. Denn was ich jetzt versuchen muss, ist da unten zu landen. Nur noch im Gleitflug. Wir haben leider keinen Ersatzmotor oder dergleichen.
ein Treffer und die Engine war futsch. Also anscheinend hat er auf jeden Fall eine wesentlich bessere Bewaffnung. Oh, wir könnten ihn eventuell wieder in Schwung bringen, wenn wir schnell genug sind. Habe ich das Gefühl, bin mir nicht sicher. Okay, wir versuchen lieber nicht schnell genug zu werden. Das scheint mir gefährlich. Wir müssen Geschwindigkeit abbauen, das hilft nichts. Ich kann da nicht mit 300 km/h in den Lander einfach Anflug gehen. Ich habe aber leider auch keine Erfahrung, wie schnell man sein darf. Verlieren. Also ich muss sagen, das Gleiten funktioniert erstaunlich gut. Können sogar noch schießen. Nur dass die Balance halten ist ein bisschen schwieriger. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir einfach versuchen, hier zu landen. Das ist nicht so direkt der Flugplatz. Oh, das sieht gut aus. Könnte durchaus sein, dass wir es nochmal in die Luft schaffen. Garantieren möchte ich es nicht. Einfach nicht, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt hier auf dem Flugplatz gelandet bin. Oder einfach nur mitten in der Pampa. Mitten in der Pampa hieße, dass die Schlacht für uns wahrscheinlich vorbei ist. Denke ich. Ja, okay, ich bin irgendwo in der Pampa gelandet. Aber zumindest kriegen wir noch ein paar Punkte dafür, dass wir gelandet sind und nicht abgestürzt. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zurück in den Hangar und dann versuchen wir gleich nochmal in eine Schlacht einzusteigen. Nach Iwo Jima sind wir jetzt in der Offensive in Neuguinea, also etwas früher im Krieg. Man muss dazu sagen, die Sachen sind jetzt nicht wirklich historisch akkurat geregelt. Sprich, ich kann auch Flugzeuge aus einer späteren Periode des Krieges hier treffen. Es wird nur darauf geachtet, dass alles möglichst fair verteilt ist. Es gibt allerdings regelmäßig Events, die von den Machern des Spiels veranstaltet werden. Und dort ist es dann wirklich so, dass eben nur die Maschinen an den Start gehen dürfen, die es zu diesem Zeitpunkt auch gab. Das heißt, man kann zwar nicht immer teilnehmen, aber man hat eben dann einen historischeren Kontext oder es ist etwas authentischer mit allen Vor- und Nachteilen, die das eben so bietet. Ja, wir haben diesmal die Mission, wieder die britischen Truppen zu besiegen, also ein paar Bodenattacken. Und wir sollen irgendwelche Transportschiffe versenken. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die aussehen oder was auch immer mit denen los ist. Ich denke aber auch, dass wir das ohne Bomben wieder nicht können. Ich muss sagen, es ist einfach schon echt beeindruckend. Also wenn man so hier rausschaut, dann sieht man da 8, 7 oder vielleicht sogar noch mehr andere Flugzeuge. Ich denke, wir werden uns diesmal ein bisschen raushalten aus dem Luftkampf, wo ich doch eher schlechte Karten habe und stattdessen versuchen, unseren Truppen hier am Boden zu helfen. Das sind die Schiffe, da brauchen wir uns nicht mit anlegen. Ohne Torpedos oder Bomben keine Chance. Feindliche Jäger kann ich jetzt nicht entdecken. Und das hier scheint die Angriffslinie von uns zu sein, die am weitesten fortgeschritten ist. Obwohl wir uns vielleicht lieber hier denen widmen.
Ja, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen kritisieren muss, ist, dass die Karten schon ziemlich groß sind und man doch recht lange braucht, um dahin zu kommen. Auf der anderen Seite sage ich eben, für diese drei Spielmodi ist das durchaus okay. Also man muss halt sehen, dass es auch diesen, ups, hier explodiert schon alles, auch diesen Realismus-Simulator noch gibt. Oh, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Hui. Das war knapp, fast in die Bäume rein, aber wir haben eine Flugabwehr ausgeschalten. Und jetzt sollten wir schnell aus der Reichweite der Flugabwehr rauskommen, denn die kann auch gefährlich werden. Nicht ganz so gefährlich wie feindliche Jäger, aber ich wurde auch von der schon runtergeholt. Da haben wir ein paar. Ja. Da ist ein feindlicher Jäger und ich würde mich wundern, wenn der nicht hinter uns her ist. Na, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. TBF sagt mir leider auch wieder gar nichts. Sowas wie ein oh, Treffer. Aber vielleicht haben wir einen hinter uns. Nein, ich kann keinen hinter uns sehen. Mir fehlen ja noch so irgendwie Außenspiegel oder so. Aber anscheinend gab es die nicht. Obwohl es natürlich das etwas einfacher machen würde, herauszufinden, was hinter einem los ist. 3 Kilometer, 2 Kilometer, 4 Kilometer. Wir fliegen zu dem Kerl, der in 4 Kilometer Entfernung ist. Eine P-36 könnten wir vielleicht mit aufnehmen und ist vor allen Dingen in dem Pult von unseren Leuten drin. Das sollte unsere Überlebenschancen noch erhöhen. Ja, man kann irgendwie Rauch absondern. Was das bringen soll, keine Ahnung. Aber wir haben es gerade gesehen hier, L macht rechts Rauch. Vernehmen vielleicht dem hinter einem die Sicht, könnte ich mir vorstellen. Könnte aber auch einfach gar keinen Sinn haben. 2 Kilometer P36. Okay, versuchen wir uns die hier vorzuknöpfen. Bisschen mehr Geschwindigkeit, wenn wir wieder runtergehen. 1,7, 1,6. Wir kommen schon ran, wir kommen schon ran. Eine Ki 45, also wenn wir eine Ki 43 haben, nehme ich an, ist das das bessere Flugzeug. Meter. Ja, zu früh. Immer noch. Das dürfte ein Treffer gewesen sein. Ich bin auch ein furchtbarer Schütze mit diesem Ding. Und weil wir natürlich auch über 600 Meter Entfernung sind. SMG sagt noch 145 Schuss. Und er ist auf jeden Fall der bessere Pilot. Das kann man ihm jetzt schon mal so lassen. Er weiß zumindest, was er tut, im Gegensatz zu mir. Glaube ich zumindest. Nicht aus den Augen verloren. Ah, ich dachte mir, dass da einer hinter uns ist. Und schon wieder der Flügel beschädigt. Ja, eine P36. Unsere einzige Chance ist, dass wir irgendwie wieder zu unseren Leuten zurückfinden. Wir hatten es ganz schön rausgenutzt. Oh ja, der Flügel ist schon wieder ganz schön ramponiert und alles andere auch. Oh, 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 oh.
Es gibt ja auch wieder ein Flugfeld, auf dem man eventuell landen könnte, wenn man denn noch einsatzfähig ist. Meter, wow, und der ist echt nah. Das sind leider englische Flugzeuge. Er schießt, glaube ich, auch mit etwas, was ein bisschen effektiver ist als meine Maschinengewehre. Zum Glück ist er nicht der allerbeste Schütze. Da ist er mir sehr ähnlich. Vielleicht geht ihm auch die Munition aus, wenn er so weiter heizt, aber ich denke, darauf können wir nicht bauen. Also so wie das aussieht, hat er wahrscheinlich sogar noch mehr Munition als mir. Oh, das war's. Ich glaube, wir sind rausgekommen. Ja. Eine P36. Ich könnte sogar mal nachschauen, was die für eine Bewaffnung hat im Vergleich zu mir. Diese Panzer sollen, glaube ich, irgendwann auch noch benutzbar sein. Zumindest gibt es Steuerungselemente dafür. Könnte aber auch sein, dass ich da nicht so richtig eine Peilung habe. Wie gesagt, ich bin vielleicht 20, vielleicht maximal 30 Mal geflogen bis jetzt. P26, das Flugzeug hier war es, glaube ich, nicht. Das wäre ein normales Maschinengewehr, aber es sah schon sehr ähnlich aus. Schauen wir nochmal P36. Das hier ist eine TBF. Die hat auf jeden Fall deutlich mehr Waffen. P36. Ja, 12,7 ist das, was ich habe. 400 Schuss. Und dann allerdings nochmal 2000 Schuss aus einem Maschinengewehr. Also das ist schon wesentlich besser als das, was ich, zumindest von der Munition her, als das, was ich aufbringen kann. Von dem Kaliber her ist es dasselbe. Okay, für heute genug davon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin.